Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum mystischen Sonntag und zu Frontschweine. Fast 2 Jahre, Fragezeichen, ist es jetzt her, dass ich Frontschweine gespielt habe. Und da sind wir wieder für eine neue Folge am mystischen Sonntag natürlich. Ich habe auch schon überlegt, ob man nicht mal den Multiplayer-Modus jetzt einfach mal dazu nutzt, um mit ein paar anderen Leuten da mal was zu dreichseln. Aber dann steht ja noch alles in den Sternen. Und wie ihr seht, ist der liebe Herr der Graf schon da. Und da kommt auch die Geschichte meines Namens her. Meine Kamera. Achso, okay. Ich dachte, der Controller reagiert nicht. Denn der Graf wurde da nicht von mir hingeschrieben. Nein. Der steht vom Spiel da. Das ist. Hier ist noch nichts bearbeitet. Ich habe noch nichts reingeklickt hier. Aber. Achso, hier kann man den Namen. Ich will nicht namenlos sein. Achso, okay. Da kann man wieder rausgehen. Denn der Graf existiert tatsächlich in diesem Spiel. Und die Leute, die das nicht wissen, daher rührt der Name. Ich glaube, der Graf sah bei uns beim letzten Mal irgendwie anders aus. Ich meine, der war beim letzten Mal der Graf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, das ist der Richtige. Der nämlich voll den geilen Synchronsprecher. Weiß ich, den finde ich voll putzig. Arzheit, Bruderheit. Ja, der Herr Graf. Der Herr Graf. Was wird denn der Herr Graf heute sein? Ein Scharfschütze, der trägt doch keine Brille. Ein Pionier. Er war immer ein Pionier. Das stimmt schon. Bis ich so mal. Ach, weißt du was? Komm, ist der Pionier. Ganz klar. Kommt natürlich auch an die oberste Stelle. Denn den Pionier braucht man immer als erstes. Ein Fallschirmspringer. Ja, Respekt. Weißt du was? Den Fallschirmspringer lassen wir auch mal drin. Wer sich jetzt fragt, warum es so 2 Stück sind. Das hat einen ganz einfachen Grund. Eigentlich wären Sanitäter, glaube ich, relativ gut, um das Spiel hinauszuzögern. Denn wir spielen ein. Viererspiel, das heißt alle gegen alle. Sehr schön, der Spielmodus. Denn da fliegt die Kacke um die Ohren. Gucken wir mal, wer unsere Gegner diesmal sind. Ne? Ich werde genau die Gegner nehmen, die jetzt kommen. Das heißt, ich werde die nicht verändern. Vielleicht die Namen oder sowas. Apropos unser Namen, wie nennen wir uns denn? Darf nicht zu lang sein. Beim letzten Mal hieß man, glaube ich, Gähn. Weil wir so spannend waren, natürlich. Wie wär's mit... Ich weiß nicht. Die Grunzer. Oh, das ist cool. Macht euch bereit, Grunzer. Oder, Pasta ist Grunzer. Ja, doch, lieber Grunzer. Das ist ein sehr schöner Name. Grunzer? So würde ich auch gern... Oder Herr Grünselsen. Das wäre doch geil. So ein bisschen aus Dings geklaut. Macht euch bereit, Herr Grünselsen. Aber das würde auch nicht passen. So, gehen wir mal weiter zum nächsten Spieler. Oder ist alles gut? Ja, alles gut. Der Respekt ist auch noch mit dabei. Der Waimi und das Xaopik. Die Bonsai Quieker, die Japaner. Ich hoffe mal, die schießen nicht auf uns. Ne? Wir müssen ja hier auch historische Bündnisse irgendwie schließen. Grunzli. Oh, ich will Grunzli haben. Wo ist er? Warte mal, Rang ändern. So, den will ich. Oh, und Schinken. Oh, perfekt. So, Grunzli ist natürlich hier mit dabei am Start. Und der Waimi wird gegen den Schinken ausgetauscht. Schinken. Das ist so geil. Nein, du bleibst einfach, was du gerade bist. So, sehr schön. Nein, geht er jetzt raus. Danke. So, nächster Spieler. Haben die auch andere Klassen? Ja, sehr schön, das ist auch zufällig. Ah, hier, die Fish and Rips. Die dämlichen Briten. Sir Lloyd, Grund, Rüssel, Arti. Oh, ich weiß nicht. 006 ist gut. Warum erinnert mich denn das Schwein von 006 an den Ben Lexer auf YouTube? Nee, hör mal. Mit dem habe ich mal geschrieben. Das ist so ein Typ, der macht so ein bisschen komische Videos. Der sieht echt voll so aus. Ohne Witz jetzt. Ich mache jetzt keine Scheiße oder sowas. Der Arnie. Oh, der Arnie. Warte mal, die Beefy Boys. Sollen da die Amerikaner sein? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ach, das soll... Was soll das? Ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht Italiener wegen der Don? Das wäre eine Idee. Schwarz, Speck. Ja, nehmen wir Speck. Der sieht so cool aus. Komm, dann nehmen wir mal nach oben. So, austauschen. Dahin. Oh, sehr schön. Den Arnold Schwarzenegger. Ah, das ist doch der Typ, der immer sagt, I'll be back. Ja, nee, das ist der Arnie. Nee, ist schon klar. Ich meine das Schwein, ne? Ist der Arnold Schwarzenegger, das immer sagt, ist ja auch irgendwie klar. Ich meine, ich sammle heute so einen Scheiß, ne? Die Ladezeiten sind übrigens deutlich länger und wie ich das sehe, ist der Screen voll verschoben. Das ist übrigens die originale PS1-Version diesmal, weil mein PC, das neue Betriebssystem, frisst die CD nicht mehr. Aber ich habe mir so eine, für 90 Euro so eine riesige PS1-Sammlung gekauft. Richtig geil. Und da war auch eine PS1 mit dabei. Die funktioniert zwar nicht, aber das ist Nebensache. Ne? Ich habe ja was, um das abzuspielen. Genau! Hol dir die Derek Bolton! Das ist ein Volk.
Volltreffer. Oh, das wird ein Volltreffer. War auch schwer, das zu verfehlen. Oh, SAP! Nein! Ah, verdammt! Das war aber auch knapp. Meinst du, der geht jetzt nach oben, rutscht wieder runter? Das ist ja vor Tor. Irgendwie nicht. Hast du ein Glück gehabt, Alter? Boah, jetzt recht. Nein! Oh! Oh, ich dachte, der rotzt mir jetzt voll ins Gesicht. Ist ja voll unfair, wenn die uns einfach rausnehmen, bevor wir überhaupt was machen können. Oh, das war knapp, liebe Leid. Fast hättest du dich weggebogen. Ja, wieder. Warum noch nicht? Das ist übrigens die Karte Bergfest, falls sie irgendjemand mal nachspielen will. Was wahrscheinlich keiner tut, denn dieses Spiel ist heutzutage super von Arsch überteuert. Aber es ist jeden Euro irgendwo wert. Es ist, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall der Klassiker. Bestimmt auch für viele andere Leute. Oh, das Grunzli. Junge, jetzt. Was? Wofür war das denn? Ja, gut, um den da runterzuhauen. Du bist auch eine linke Sau, du, ne? Dafür hast du jetzt keinen Jetpacks mehr. Ist jetzt gut? Kannst du jetzt endlich mal feuern? Ey, jetzt mach keine Faxen, Mann. Sonst war ich dich gleich kaputt. Boah, das finde ich gut. So, und gut, dass man den kaum gehört hat. Der macht so einen coolen Spruch, sagt Groovy. Und das Einzige, was du hörst, ist ein fetten, weiß ich nicht, Zeppelin da oben. Ja, jetzt kommen auch die Beefy Boys. Der Arnold Schwarzenegger, der haut mir jetzt voll ins Gesicht. Sicher, lass mich ruhig zuletzt raus. Alles kein... Hey, ich lasse die voll in Ruhe. Hasta la vista, Baby. Oh, das klingt voll nach Arnold Schwarzenegger. Aber egal. Es geht ums Feeling. So, macht euch bereit, Grunzer. Ich hätte mich Grunzler nennen sollen, das wäre cool. Oh, stimmt, der Graf ist ja als erstes. Oh, ich kann nur mit den Pfeiltasten linken. So, was haben wir denn? Keine Minen? Oh, ich nehme ab den Pionier doch nur als erstes, weil er die Minen hat. Das ist doch das Wichtigste. Nee, Moment, das mache ich nicht. Das ist unklug. Erstmal rausfinden. Okay, mit Viereck springt man. Alles klar. Nicht, dass ich damit gleich direkt mal TNT lege. So, da kann ich hin, dann kann ich direkt... Nein, er ist nicht gesprungen. Oh, mein. Oh, mein Graf. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja voll doof. Wir sind viel zu weit auseinander, um beide mit wegzuspringen. Wen hast du denn am meisten? Hat er 006. Der hat sich so lange Zeit gelassen. Und jetzt lauf. Ich stell mich irgendwo hier unten hin. Oder auch nicht zu weit. Denn der schwimmt ja wieder ans Ufer. Oder? Och nee, stimmt. Der... Ist doof, Alter. Hätte ich mich viel besser verstecken können. Achtung! Das Oberkommando befiehlt gegenseitiges Schulternklopfen. Aha, bei mir selber. Was? Die kommen wieder? Ach, das geht um Punkte. Jetzt habe ich ja schon mal voll das Richtige gemacht, bis auf, dass der Graf jetzt so wenig Leben hat. Der Graf muss überleben. Genauso wie unser Respekt. Denn dann kriegen wir ordentlich Respekt. Für die Graf, natürlich. So, was machst du, hä? Lass mir den Kiel. Genau, geh wieder auf 006. Das ist das Arschloch hier. Ich will den Japanos nichts tun. Das sind die einzigen Verbündeten. Ja genau, hau dem voll ins Gesicht. Panzer! Voll, der ist geil. Panzer! Gib's ihm! Na los, gib ihm! Der hat nur drei Leben. Mann, Minen wären hier so toll gewesen. Du könntest einfach einen Doppelkill abstauben. Oh! Vorsicht, bitte. Der Mörser ist ja echt die einzige Waffe, mit der ich nicht umgehen könnte. Wenn ich halt gemeint hätte, hätte ich den entweder selber getroffen oder der ging voll aus dem Spiel raus. Ich hatte übrigens mal, ich weiß nicht, ob dann irgendeinem was sagt, in der Kampagne, das habe ich damals mal, war ich noch bei meinem Opa, das weiß ich nicht, 8 Jahre her oder 10 oder 12, ich habe keine Ahnung. Und da bin ich einfach rumgelaufen, dann kam plötzlich aus dem Spielfeldrand, ja, aus dem Spielfeldrand, ein Mörser raus, ein Mörserschuss, während ich am Zug war. Das heißt, völlig komisch, da kam einfach ein Mörser rausgeballert, nämlich volle Kanne getroffen, während ich am Laufen war. Der ist mir hinterhergeflogen. Und ich habe keine Ahnung, was das war. Der hat natürlich jetzt voll abgeräumt. Zicke, zacke, zicke, zacke, himmelblau. Ja, ich hau dich gleich in deine Kacke, du blöde Sau. So, warum ist das heißen? So, das heißt, wir ziehen jetzt aus Blau Team. Auf die was geht's? Ist das jetzt die Italiener oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ach ja, der ja, super. Aber doch, die kann ich eigentlich nicht ganz gut erwischen. Das... jetzt hat's funktioniert. Okay, du hast volle Leben. Alles klar. Dann mach ich mal... Das war ja eine knappe Nummer. Reicht das? Ich glaube, das müsste reichen, oder? Hallo, ich kann mich nicht bewegen, weil der da unten am Rumhampeln ist. Wie viel Leben hat der? 38, das ist sehr gut. Jetzt muss ich gucken, wo die anderen Verwundeten waren.
Da drüben, da kommen wir noch hin. Ich glaube, dafür haben wir noch Zeit, oder? Respekt, sei schön vorsichtig, bitte. Ich gehe lieber darum. Ich hoffe mal, ich krieg das jetzt alles in der Zeit hin. Alter, das ruckelt so auf der Version. Das ist ja übel. Da kommt die PS3 nicht hinterher. So extrem ist das. Oh, knappe Nummer. So, es tut mir leid, mein japanischer Kamerad. Aber wir sind ja anscheinend im Gegnerteam. Das finde ich gar nicht gut. Knappe Sache. So, der ist auch fast am Arsch. Genau, sehr schön. Aber wie kommen wir an den ran? Das war natürlich. Ja, das war natürlich irgendwo schön. Irgendwo total gar nicht. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Was tue ich? Komm in Wallung. Weißt du, ich treffe den da. Ach, Quatsch, Alter, jetzt mach keine Faxen. Ich sagte. Ach, der Respekt ist der. Der Respekt ist der Türke unter den Deutschen mit dabei. Der hat ja so ein bisschen so ein türkisches Leben. Auf unseren grauen Star. Der graue Star! Was, ich hab gewonnen? Was ist das für eine verkehrte Welt? Oh, wie er sich freut. Jetzt freut sich keiner mehr. Der Graf hat voll Grund, sich zu freuen. Oh, ist so süß, wie die sich freuen. Die fast an. Oh, die Beefy Boys haben aber auch ordentlich draufgehauen. Ich mach mal weiter, mach mal noch eine Karte. Das war irgendwie sehr schnell, ne? So kurz soll der mystische Sonntag jetzt auch nicht sein. Nehmen wir mal einen vernünftigen Modus. Irgendwie ist der Modus ein bisschen kaka gewesen, wollte ich nur mal so gesagt haben. Schade, dass man bei vierer Teams sich auch noch 6 Schweine dabei haben kann. Nehmen wir einfach mal so eine kleine Cluster-Map, auch wenn ich keine Ahnung habe, welche Map davon irgendwas ist. So, Zeit pro Zug, 99, ja, machen wir mal. Ah, plus ein Schwein, das ist doch schön. Gesundheit normal, Sudden Death, nach 10 Runden. Weißt du was, machen wir mal nach 20 Runden. Oder 20 Runden, wenn jeder 10 mal dran war, reicht halt auch irgendwo. Das ist natürlich schon brutal. Schwein wählen, nee, ist auch doof, dann nehmen wir immer denselben. Schlachtlimit 5. Achso, ich will aber kein. Achso, ah, okay, das ist das. Dann machen wir mal 8 draus. Ja, oder 10 ist auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, die ganze Steuerung. Dann nehmen wir mal Team Metzger. Das klingt doch irgendwie Tal des Todes. Oh, das ist diese Hardcore-Karte, oder? Ja, das ist die Hardcore-Karte. Die nehmen wir. Dann tauschen wir aber jemanden noch aus. Moment mal, Rang ändern. Machen wir mal mehrere Fallschirmjäger gerade mal. Der Graf, du bist heute auch ein Fallschirmjäger. Du bist ja in allem ausgebildet, das wissen wir alle. Und der Ed ist wieder da. Ich sag mal Kleinigkeit, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt umbenennen können. Der Wantan, das Xaupik. Ja, nehmen wir doch das Xaupik mit rein, ne? Der ist voll toll. So, austauschen mit dem Xaupik. Sehr schön. Nächster Spieler. Weiß ich würde den Rüssi und den Arti gerne mal hören. Tauschen mal gegen den Sir Lloyd aus. Der kleine Schluch, gell? So, und gegen den Grund. Weg mit euch. Ist eigentlich ein bisschen unfair, dass ich denen nicht gebe, was sie haben. Obwohl, du klickst einfach weiter und die haben das, was sie haben wollen. Nehmen wir einfach mal an, die hätten das ausgewählt, ne? Weil ich durfte mir hier schön die Fallschirmjäger raussuchen. Wenn das überhaupt die Karte ist, die ich meine. Wenn nicht, dann habe ich jetzt mit den Fallschirmjägern vielleicht nicht die beste Karte gezogen. Aber Fallschirmjäger sind nie verkehrt, ne? Besonders nicht die Deutschen. Die haben schon ein paar Leuten auf den Sack gegeben. Das muss man auch mal so mit anmerken, ne? Wie lange? Oh, das ist ja schon voll lange. Ich hab die Zeit vorher eingeschätzt. Klar, zum Gefecht. Tal des Todes. Es ist genau das Tal des Todes, was ich dachte, welches Tal des Todes es ist. Hör dir das an. Ach, und jeder hat seinen eigenen Bereich. Guck mal auf die Karte, da sind voll viele Kisten. Oh, ich dachte, die müsste jetzt selbst steuern. Was macht der da? Oh, Glück gehabt, dass er nicht zu mir ging. Statistisch gesehen müsste ich jetzt treffen. Statistisch gesehen müsste ich jetzt treffen. Oh, der kommt rüber. Hoffentlich ist der. Nee, hoffentlich ist er nicht dran. Den Japaner müssen wir ja ein bisschen helfen. Oh, die sind tatsächlich jetzt dran. Und er ist es nicht. Er ist es nicht. Er hätte ja sein können. Oh, oh. Oh, hat der ein Beef? Hat der ein Beef, dass der da nicht gegengeknallt ist? Ja, der kriegt einfach 2 Jetpacks. Ja, er legt mich durch an, der Kloke, Alter. Wir sammeln jetzt aber nicht alles ein, ne? Ja, so geht's auch. Ja. Hossa! Die machen hier tatsächlich den Grabenkrieg. Grabenkrieg. Ja, und der bombt den da drüber. Super! Überfüllt eure eigenen Spawns hier. So, dürfte ich jetzt statistisch gesehen auch mal drankommen?
Jetzt trifft er aber den Baum, oder? Ey, was? Junge, du haust jetzt nicht auf meine Kameraden. Das war mein Jetpack. Du blöde Sau. Oh, nein. Ich in Ehre. Ja, ich duck mich auch. Duck dich. Oh, er hat's versucht. Immerhin hat er's versucht. Kämpferische Natur der Ede. Der Ede, Ede. So, jetzt kommen die Grunzer endlich mal dran. Ich bin eine Ehre. Oh, das ist der richtige Graf. Oh, ich liebe diese Synchronstimme so sehr. Wer klingt so putzig? Ich bin eine Ehre. Oh. Bitte sag, ich habe nicht meine Kameraden getroffen. Das wohne ich nämlich gar nicht. So, ist irgendeiner von euch fast am Arsch. Obwohl, ist ja eigentlich egal. Es geht, glaube ich, hier nicht um die Kills, oder? Ist da noch irgendwo eine Kiste? Ja, da ist so eine Kiste. Sehr schön. Mal Panzer! So. Jetzt hätte ich eintreffen können. Aber das tue ich natürlich nicht. Nein, oh, nicht auf dem Kopf landen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob dann der Zug übersprungen wird. Auf jeden Fall kriegen sie all ganz Schaden. Ich muss gerade mal gucken, damit ich hier gegen nichts gegenpralle. Ah! Oh shit! Oh, war das knapp! Oh mein Gott! So, was ist denn das hier? Betäubungsgas. Oh ja, voll true ist das. Wie, das war schon... Achso, ich hatte jetzt schon keine Jetpacks mehr. Ja, hör mal, ein paar haben wir doch noch. So, was ist denn in der unteren Etage mit drin? Ich weiß halt jetzt gar nicht. Dann nehmen wir das mal. Oh, super Airburst! Leck mich am Arsch, Alter, ist das geil. Wo schießen wir da? Oh, da unten schießen wir rein. Wenn ich den überhaupt treffe, dann haben wir keine Möglichkeit, uns selber zu treffen. Okay, alles muss jetzt... in diesen Schuss reingehen. Ich überlege, ob ich ihn nicht fast voll weit oben explodieren lasse oder sowas. Ach, egal. Ich lasse ihn in der Luft explodieren. Nimm das! Kapau! Oh, das war viel zu weit weg. Nein! Oh, nö. Wenigstens ein bisschen. Das hat aber... Voll ins Gesicht! Und der kriegt auch noch voll ins Gesicht. Damit kommen Sie nicht durch, Dr. Borst. Dr. Dorst? Warum nicht gleich Dr. Nadel? Ja, geht doch! Drängt auf die blöden Briten! Ich habe genau die richtigen getroffen. Guck mal, die Japaner bedanken sich, die helfen direkt mit. Oh, aber ich glaube, du bombst nicht zu mir rüber, das finde ich nicht so toll. Da schickt die mal in den deutschen Graben, ne? Die werden da schon was mit dir machen. Ja, das auf jeden Fall. Oh. Schweinehunde. Boah, die Japaner rocken ja richtig. Das verzeih ich euch, das ist schon irgendwo in Ordnung. Ich meine, das war voll geil. Ihr habt sogar gegen den Typ noch was gemacht, der davon den Amerikanern / Italienern war. Ich glaube, eher Amerikaner. Oder? Arnold Schwarzenegger ist ja eigentlich kein Amerikaner. Oh nein, du Sack! Nein! Das gibt's doch gar nicht. Warum sagt er denn nichts? Du musst doch drauf reden. Ich bin schon wieder dran. Oh, da oben. Hey, hast du sonst nichts zu tun? Hey, hast du sonst nichts zu tun? Ja, sicher. Ich hau dir gleich vor aus Maul. Du bist das da, ne? Achso, nee, du lebst noch relativ gut. Aber hier so ein bisschen abrollen. So, aber erstmal fliege ich hier rüber und hole dir die ganzen Kisten, ne? Denn so ein paar Jetpacks ist nie verkehrt. So, musst du dann möglichst spät zünden, damit ich mich hier nicht selber treffe. Das wäre so ein bisschen komisch gewesen. Übrigens, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen wenig rede, aber es ist für mich noch sehr früh. Ich habe heute schon wieder mordsmäßig verpennt, aber für mich ist es doch noch sehr früh. Oh, nein, das war unsere Verbündeten bis zum Ende. Ich wollte den eigentlich gerade voll die Bazooka oder hier der Jetpack reinlungern. Aber es sind unsere Freunde, ne? Bis zu dem bestimmten Punkt. So, nee, das bringt hier eigentlich gar nichts, bis auf den Lieben da, aber den will ich ja nicht treffen. So, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal hier durch die Mitte gehen? Schlage ich da? Nee, da schlage ich hier nichts. Oh, aber doch knapp. Ah! Oh, Glück gehabt. Ich hätte fast doch getroffen. Was ist hier drin? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das dieses... Ach, ah, okay, das ist der Kolbenschlag. Ja, alles klar. So, dann fliegen wir mal dahin. Da muss doch bestimmt was Geiles drin sein. Oh, das sieht gut aus. Das ist aber ein Minenfeld hier oben, ne? Muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt vorsichtig und schnell. Und zwar gleichzeitig. Lenkrakete, ja, ist in Ordnung, sagen wir mal, ne? Wie lenke ich die? Ach so, ah, das ist die man selber steuern muss. Dann rab ich sie rüber. So, jetzt erstmal ordentlich Boost holen. Und dann, ah, ich weiß nicht, wo der hinfliegt. Ich glaube, ich habe in meinen eigenen Graben gefeuert. Nein!
Arni, du blöder Sack! Oh, er hat's überlebt. Überlebt weiterhin. Ja, Pada, ich vertraue euch. Ich habe euch keinen Schaden gemacht. Also verratet mich nicht. Nein. Nein. Entschuldige, Bruder. Nein! Das ist nicht zu entschuldigen. Der arme Ede. Beschiss! Nein, das war in der Kindheit mein Lieblingscharakter. Aber ja. Man kann es nicht jedem recht machen. Ja, das ist, Freunde macht man sich so nicht. Ja, du bist eine blöde Sau. Wie heißt der? Der Don. Ja, ich weiß echt nicht, was für ein Team das sein soll. Es hat einer von euch. Genau, schieß auf deinen eigenen. So, jetzt habe ich nichts dagegen, wenn er auf die Japaner geht. Die haben mich jetzt hier gerade betrogen. Jetzt gibt's auf den Sack, aber volle Kanne. Denn der Graf lebt noch und der Graf wird seinen treuen Kameraden rächen. Was ist das denn hier? Das ist alles Betäubungsgas. Und ich kann natürlich auch ordentlich was anrichten. Ich habe gerade hier. Oh, Vorsicht. Ja, schön. Oh, ein Erbe ist. Das ist schön. So, ist hier oben noch irgendwas? Flieg! Flieg, Schweinchen, flieg! Bitte ein super Airburst! Dann schicken wir den Japanern mal ein Dankesgeschenk dafür, dass sie den Ede rausgenommen haben. Darüber werden sie sich freuen! Nee, nix Betäubungsgas, den Scheiß brauche ich nicht. So was brauche ich noch nicht. So, jetzt gib mir einen Super Airburst. Oder einen Ultra Airburst. Auch wenn es ihn gar nicht gibt. Ey, jetzt hör mir auf mit deinem Betäubungsgas. Das ist zwar auch ganz nett, aber. Gib mir jetzt bitte das, was ich habe. Yeah, geht doch. Soll ich noch runtergehen, mir so ein paar Jetpacks holen? Ich weiß es nicht. Ich meine, Zeit haben wir ja noch. Eigentlich. Ach Quatsch, das machen wir jetzt so. So, ich weiß nicht, ich habe sehr lange kein Frontschweine mehr gespielt. Gucken, ob ich das abgeschätzt kriege. So. Für den Kaiser! Genau, für den Kaiser, mein werter Herr Graf! Oh, der war perfekt! Der war perfekt! Oh, der war perfekt! Oh! Was? Grunzli kann nichts aufhalten. Oh. Er hat mich nicht verraten sollen. Obwohl wir uns gerade eigentlich verbünden. Ja, aber da ist verbünden. Ihr habt mich verraten. Wir werden jetzt hier am Ende ein schönes Duell unter Männern geführt. Aber ihr musstet ja Pilze sein. Und er war nicht schlecht. Mit der Kiste. Das war ein netter Move. Man hätte nur eine stärkere Wumme nehmen können, ne? Oh, ich glaube, ich hätte die Jetpacks fressen sollen. Oh, bitte sag einfach Betäubungsgas und er schießt auf die Japaner. Das wäre das Idealste. Aber mich trifft er, glaube ich, nicht mit Betäubungsgas. Oh, das ist das Betäubungsgewehr. Das ist auch gut. Solange er jetzt nicht weiterfliegt, was er, glaube ich, tut. Was tut er? Oh, jetzt hör mir doch auf. Nein. Es macht doch keine Kacke. Ein Airburst. Oh, das kann wehtun. Das kann wehtun. Jetzt schieß einfach. Ja, kriegt einen Airburst, wirft eine Splittergranate. Feuer frei. Ich glaube, die Splittergranate ist somit das Schlechteste, was du kriegen kannst. Gut, natürlich ein Stückchen besser als die normale Granate, ne? Die macht ja auch 30 Schaden, aber die Splitter treffen nie was. Das wird mir voll too much, ey. So, wen treffe ich denn jetzt? So, meine lieben Freunde, jetzt geht's hier euch mal an den Kragen. Wie viel hatte ich davon? 5 Stück? Ja, das wird reichen für unsere Sachen, die wir hier vorhaben. So, ich brauche jetzt erstmal ein paar Stunden, bis ich hier wieder unten gelandet bin. Ich werde mir jetzt noch die Kiste unten mitholen, werde dann den blauen probieren, mit in den Käfig von Japan oder zu stehen. Dann werde ich mit dem Jetpack ein bisschen runter machen und dann mal sie einen super Airburst, den voll in die Fresse ballern. So, da ist er doch. Voll ins Gesicht, pass auf. Hab ich ihn getroffen? Scheint sich nicht zu bewegen. Oh ja, ist ja schade. Pass auf, du blöde Sau, ich krieg dich noch. Ja, du blöde Sau. Der war nicht witzig. So. Jetzt habe ich ihn aber. Sehr schön. Dann gehen wir da gleich mal mit runter, holen uns die ganzen Jetpacks. Ey, das ist voll doof, dass man sich nicht bewegen kann, während die am Rutschen sind. So, hallo, ich komme mal mit runter, ne? Weil ich so freundlich bin. Well. Das hätte weitergehen können. Ich bin natürlich direkt im falschen Loch gelandet, wo nichts ist. So, wo sind sie denn? Da sind sie. Alles klar, dann. Vor hier drüber. So, oh, das passt noch. Das passt noch. Sehr schön. Holen Sie zwei Jetpacks noch mit, können wir noch ein bisschen Schaden machen und dann sehe ich, dass wir kaum noch Zeit haben im Zug.
Ich glaube nicht, dass das so hinhaut. Ich glaube, ich verpiss mich dann doch lieber. Banzer! Oh, das war richtig knapp, Alter. Ich hätte fast ein Schild geknutscht. So, was haben wir denn? Achso, oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Wo sind sie? Da sind sie. Ey, kennst du Rambo, ey? Der ist gerade gestorben, ey. Au, der war gut. Der war sehr gut. Genau die Mitte. Hat's einen erwischt? Getroffen, Captain. Ja, er ist getroffen, Captain. Shit. Genau das wollte ich mit dir machen, du blöde Sau. Boah, vielleicht kann er uns jetzt nicht treffen. Das wäre natürlich supi. Und der ist voll am Arsch. Dann hast du davon, dass deine Kameraden mich verraten haben. Oh, nee, der kann uns treffen. Ach, stimmt, ich hab mal dieses scheiß Granatengewehr eben frei. Ich hab das immer gehasst. Ich konnte damit nie was treffen. Oh! Ist mir eine Ehre! Der Graf bringt es jetzt zu Ende. So, wie machen wir den dann kaputt? In Rambo-Style? Boah, ich hab die Idee. Pass auf. Dem zeigen wir, mit welchem Ferkel er sich angelegt hat. Mit dem Grafen spielt man keine Spielchen. Oder es gibt vorher die Fräse natürlich. Dann spielt man schon mit dem Spielchen. Nein, das schaffst du. Ach, verdammt. Ich wollte ihm das Airburst-Gedönse voll ins Gesicht halten. Das kann ich aber jetzt wohl irgendwie kriegen. Ja, da muss ich es eben langweilig rüberfeuern. Aber ist auch egal. Oder wir räuchern den mit Gas aus. Nein, machen wir nicht. So, wir machen jetzt einfach mal ein kleines Mühlchen. Feuer! Feuer! Oh, das war knapp! Oh. Graf, geh in Deckung! Heißt mich willkommen, ihr Ahnen! Oh, der durfte nicht mal zu Ende reden, weil das Spiel so lang geladen hat. Yay! Sieg für die Grunzler! Meine lieben Freunde! Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Sieg für die Grunzler? Oder sowas, wenn wir mit den deutschen Kameraden hier wieder spielen. Ich hätte übrigens mal wieder Lust, ein Re-Let's Play tatsächlich von Frontschwein zu machen. Also für die Leute, die Frontschwein lieben. Boah, 7 Gegner gegrillt! Dafür mal einen ordentlichen Applaus an mich selber und natürlich an den Grafen. Boah, der Sonderbonus, der Graf, der Doppelschlachter. Der freut sich voll, der Graf. Hat sogar neue Klamotten angezogen. Boah, ist der nicht toll. Und die anderen fassen sich an den Hut. Ja, damit der nicht wegfliegt, ne? Der Deutsche hat sich den Hut angeklebt, deswegen kann der da so rumspringen. Oder der ist aus Stahl und nicht aus Stoff, deswegen hielt der so gut. Ja, so ein Stoffhut bringt auch sehr viel im Krieg, tatsächlich. Oder das rechts waren die Franzosen. Das könnte natürlich sein. Aber der Don macht dann immer noch keinen Sinn. Ach, ich habe keine Ahnung, das überfordert mich voll. Auf jeden Fall haben wir gegen die Briten und die Japaner gekämpft, das ist mir schon mal klar. Und dann mit den Deutschen. Ich weiß nicht, wer das hellblaue Team ist, aber ist auch eine ganz andere Sache. Und ihr könnt auch bestimmt in der nächsten Zeit irgendwas mal in Richtung LPT-Technischen von Frontschwein erwarten. Denn Frontschweine, man könnte sagen, es ist mein Lieblingsspiel. Seit Ewigkeiten. Eins meiner ersten Spiele, die ich je gehabt habe, habe ich eben Worms Bundle damals gekauft gehabt. Und leider ist mir die CD 2-mal kaputt gegangen. Mein lieber Opa hat mir die damals noch ein 2. Mal gekauft. Auch das 1. Mal hat er sie mir gekauft. Denn damals gab es hier noch im Geschäft. Für 20 Euro, Frontschwein und Worm. Super Geschäft, wenn du das heutzutage hast. Und Frontschwein allein hat, glaube ich, auch 15 Euro gekostet oder sowas damals. Halt wirklich im Geschäft, im Karstadt lag das dann da. Boah, wenn das in Karstadt heute liegen würde, ne? Ich würde ausrasten, Alter. Ich würde es wie früher mal. Mit meinem Opa bin ich jedes Wochenende, wenn ich zu ihm gegangen bin, damals zu Karstadt gefahren. Und dann sind wir da durch die Spielabteilung durchgerannt und haben geguckt, was es da für neue Spiele gibt. Da gab es auch so einen Wühltisch, da habe ich meinen Evil Dead Hail to the King her. Also, der Verkäufer wollte mir das auch erst nicht verkaufen. Hat meinem Opa gesagt, das Spiel ist erst ab 16. Dann hat der gesagt, ist mir egal. Mein Enkel kriegt das, was er kriegen will. Okay, der war natürlich nicht so aggressiv, aber der hat dann dem Verkäufer so ein bisschen zugestimmt. So, ja, dann machen wir das natürlich nicht. Verkäufer hat sich verpisst, Opa kauft mir das. Ja, super. Ach, mein lieber Opa, ich liebe dich dafür, das weißt du doch. Und jetzt haben wir Frontschweine wieder. Am PC und an der PS3. PS1 eigentlich, aber ich spiele gerade auf der PS3. Was mich fragen lässt, warum das so langsam läuft. Völlig egal. Erwartet mehr. Wir sehen uns. Haut rein. Und habt noch einen wunderschönen Sonntag. Und bis dann. Und ciao.